Umweltfreundliches Modellfliegen bedeutet vor allem Fliegen mit geringem Fluglärm. Das kann bei normalen Zweitaktmotoren durch ein Resonanzrohr als Schalldämpfer erreicht werden. Viel leiser aber laufen Elektromotore, die mit wiederaufladbaren Nickel-Cadmium-Zellen betrieben werden. Schon für weniger als 200 Mark wird dieser komplette Bausatz mit Motor und Zellen angeboten. Wer nicht bauen, aber sofort fliegen will, muss für dieses Fertigmodell fast 1000 Mark auf den Tisch legen. Die Auswahl an Elektromodellen ist heute groß. Besonders geeignet sind Elektromotore für Motorsegler, da man sie bei Bedarf ein- und ausschalten und auf diese stromsparende Weise lange in der Luft bleiben kann. Dieser Segler hat eine Spannweite von über 3 Metern und wiegt 3 Kilogramm. Er wird mit 14 bis 16 Zellen geflogen. Auch der Nurflügler hat über 3 Meter Spannweite und wiegt ohne Zellen fast 4 Kilogramm. Die Bronco hier ist ein Beispiel für mehrmotorige Modellflugzeuge mit elektrischem Antrieb. Auch beim Elektroflug gibt es Spezialisten, die ihre Modelle den großen Vorbildern maßstabgetreu nachbauen. Alois Zimmermann hat die Heinkel 219 mit 2 Elektromotoren ausgerüstet und braucht dafür 42 Zellen. Auch das Einziehfahrwerk hat er selbst entworfen. Trotz Nebels und starken Windes ist er für uns geflogen. Der Nachteil beim Elektroflug, außer bei den Seglern, ist, dass die Zellen innerhalb weniger Minuten leer sind und nachgeladen werden müssen. Sie können an der Autobatterie allerdings schnell aufgeladen werden. Dieses Modell kann mit einem Elektro- oder einem Viertaktmotor ausgerüstet werden. Da letzterer weniger als 10.000 Touren dreht,
ist er leise. Außerdem wird das Geräusch angenehmer empfunden als das der hochtourig laufenden Zweitaktmotoren. Sehr ruhig läuft auch der Boxermotor, den Josef Wimmer in den Nachbau eines polnischen Motorseglers von 1936 eingebaut hat. Für die fast 13 Kilogramm schwere Maschine mit 4,20 Meter Spannweite hat er sich eine ganz persönliche Startmethode ausgedacht. Schön, Josef. Sehr schön. Jörg Vogelsang ist Motorenspezialist unter den Modellpflegern. Er denkt zuerst an den Motor und baut dafür ein passendes Modell. Hier die Subways Pub von 1916 im Maßstab 1 zu 3. 7 10 Kubik Viertaktmotore hat er mit einem Getriebe verbunden, das die Luftschraube dreht. Mit seinem Modell gewann er 1981 in Las Vegas, USA, unter Teilnehmern aus der ganzen Welt den ersten Preis. Für FF startete Jörg Vogelsang das Modell noch einmal, das schon einen Ehrenplatz in seinem Flugzeugmuseum gefunden hat. Da war so ein richtiger Modellflieger. Läuft er dann im Wuppertal und in Duisburg. Das lag mal daran, dass er in Kinos war, wo solche Filme wie Rambo 1 bis 4 diesen Film sozusagen erschlagen haben. Ja, will ich jetzt mal, will ich mich mal zurückhalten, aber er lief halt in Kinos, wo er ein bisschen erschlagen war und wo also dieses Thema von den Leuten, die an so ein Programm Kinos gehen oder die sich dafür interessieren, gemieden wurde. Ja? Und jetzt kommt er. Eine Frage noch, Herr Thiem. Demnächst jetzt eine Komödie über die Bundesrepublik? Ja, aber selbstverständlich. Das ist doch ein Wort. Sagen Sie, eine ganz andere noch zum Schluss, aber mit einem ganz anderen Thema. Kennen Sie den Film Flug des Phönix? Flug des Phönix? Ja. Nee, den Titel habe ich mal gehört. Ja, das ist ein ganz merkwürdiger Opus. Da geht es um einen Modellflieger. Das heißt, der Typ, der baut Modellflugzeuge und er rettet dann eine ganze gestrandete Menge von Leuten, die in der Wüste hängen geblieben sind mit ihrem Flugzeug, indem er ein neues Flugzeug konstruiert. Das soll eigentlich nur heißen, dass diese Konstrukteure und auch die Piloten von Modellflugzeugen unglaublich viel können. Das ist auch meine Meinung und Sie können sich davon jetzt gleich überzeugen. Wind und Regen am Vormittag, also wirklich denkbar schlechte Voraussetzungen für den Experimentalflugclub, den der Reiter Flugmodellclub an diesem Wochenende zum zweiten Mal in Weih veranstaltete. Da geht der Erste schon in die Luft. Ist da einer drin? Ja, da sitzt nur ein Püppchen drin. Das ist ein ganz kleines Flugzeug. Das sieht zwar jetzt nicht so aus. Hier siehst du es mal richtig. Das heißt, die Leute können unglaublich gut fliegen. Josef Wimmer, der das Treffen organisiert, sagt über dem Experimentalflug... Bevor es das Großflugzeug gab, gab es bereits das Flugmodell. Aus diesen Flugmodellen entstand zwangsweise das Großflugzeug. Und das ist auch der Sinn dieser Veranstaltung heute, neue Formen und Modelle zu kreieren, die vielleicht einmal in die Entwicklung der Großflugzeuge Eingang finden. So, weißt du, was das ist, Randy? Ein Vogel. Nee, ist auch ein Flugzeug. Aber er ist dem Gea-Falken nachempfunden. Das heißt, du liegst da gar nicht so verkehrt. Das ist ein Modell mit Schwenkflügeln. Damit kannst du die Geschwindigkeit beeinflussen. Also diese Flügel kannst du, das siehst du da, nach vorne und hinten klappen. Und dann fliegt er langsamer oder schneller. Wie lange dauert
teuer, das sowas zu bauen. Unendlich. Das ist eine fliegende Untertasse. Ob du es glaubst oder nicht, das Ding fliegt. Ehrlich wahr. Das ist die Rumpler-Taube. Nachbildung im Maßstab 1 zu 4. Das Flugzeug original wurde 1909 gebaut. Die Menschen sahen auch echt aus. Ja. Eine Mordsarbeit, sowas zu bauen. Richtig echt, ne? Der schüttelt nur den Kopf. Ich glaube, der hält das alles, was wir sagen, für dumm. Richtig echt, Sache. Das ist ein Tragschrauber. Der hat keine Tragflächen, sondern hölzerne Rotoren. Die werden vom Fahrtwind bewegt. Also nur dadurch, dass das Flugzeug nach vorne geht, drehen sich diese Rotoren. Und das ganze Ding wiegt ungefähr 5 Pfund. Das ist schwer, das von unten zu kontrollieren. Und jetzt kommt gleich ein hinreißendes Modell. Ich meine, die sind alle toll, gut, zugegeben. Der da. Ist der nicht super? Sieht auch teuer aus, ne? Das Ganze ist wahrscheinlich auch. Das kostet richtig Geld. Dieses Gerät ist ein Wright-Doppeldecker, der hat im letzten Jahr in Las Vegas einen Weltpokal erhalten. Und das ist klar, wenn man das so sieht, das ist so zauberhaft gebaut, ganz klein und filigran. Wofür kriegt man so einen Weltpokal? Wer am längsten in der Luft bleibt? Nee, für das, was am schönsten aussieht. Und das ist wirklich so toll gebaut. Hier siehst du, die Puppe bewegt alle Flügel. Und das ist klar, dass der Besitzer mit diesem Modell heute nicht in die Luft ging. Bei dem schlechten Wetter war das Risiko einer Bruchlandung einfach zu groß. Aber toll, ne? Wo bewahrt man sowas zu Hause auf? Jetzt kommt was ganz Herbes. Das ist ein Huckepack-Modell, das wird von 2 Piloten gesteuert. Das obere Flugzeug hat einen Motor in der Mitte und wird zusätzlich mit einem Gummiseil abgeschlossen. Und was glaubst du, wie schnell das wird, das oben, das rote? 100 Stundenkilometer. Ja, leg mal ein Hölzchen drauf. 400 Stundenkilometer. Mhm. Der Sprit reicht für 2 bis 3 Minuten, die Nerven des Piloten nicht länger. Und das ist die Himmelslaus. Das Originalflugzeug wurde in den 30er Jahren gebaut. Und etwas unangenehm, beim Original sind 90% der Piloten tödlich verunglückt. Wie man sieht, fliegt das Modell sicher. Aber das ist überhaupt der Trick bei diesen Modellfliegern. Die werden auch von den großen Unternehmen gefördert, weil vieles von dem, was da ausprobiert wird, im Kleinen und in der Luft, das wird dann später von den großen Flugzeugfirmen übernommen. Weil hier kann man natürlich Sachen ausprobieren, das wird einfach zu teuer, wenn man das bei großen Maschinen machen würde. Na komm, nun lande. Aber die sind auch froh, wenn sie da unten sind, ne? Ich meine, die Besitzer dieser Dinge. Das ist schwerer zu fliegen als ein Originalflugzeug, weil beim richtigen Flugzeug, wenn du drin sitzt, da kannst du mit dem Hintern so ein bisschen spüren, was das Flugzeug macht. Platz Gelände am Wochenende ein Pilotentreffen. 120 insgesamt stellten dabei ihre Maschinen vor und was man so alles mit ihnen machen kann. Und zu sehen war dabei Leistungssport von hoher Qualität. Die Luftaufsicht im Tower durfte sich an diesem Tag einmal ausruhen. Für die Sicherheit von Piloten und Publikum in der Luft und am Boden waren die Modellflieger allein verantwortlich. Der Modellflugsport ist schon lange kein Kinderspiel mehr. Modellbauer sind äußerst pedantisch und das müssen sie auch sein. Profis bauen sich ihre Maschine nach Originalplänen selbst. Dazu gehören große technische und handwerkliche Fähigkeiten wie Elektronik, Pläne lesen, Werkstoffkunde und auch aerodynamische Kenntnisse. Hobby auf der einen Seite und Sport, sogar Leistungssport auf der anderen. Leider, die technisch interessantesten Flugzeuge stammen aus Kriegszeiten. Einer der international erfolgreichsten Modellflieger ist Jörg Vogelsang aus Hagen. Dieses ist ein Nachbau eines technisch sehr fortschrittlichen Flugzeuges aus dem Jahre 1945. Damals hat man erstmals Rückstoßtriebwerke eingesetzt für die Jagdfliegerei. Und wir haben dieses Flugzeug im Maßstab 1 zu 4 nachgebaut. Dieser Nachbau erfordert technisch aufwendige Lösungen, weil das in den Rumpf eingebaute Triebwerk in der Luft eine Betriebstemperatur von etwa 1100 Grad erreicht. Aus dem Grunde ist eine intensive Kühlung vorgesehen. Dieses Flugzeug ist ausgerechnet, sein 20-faches Eigengewicht zu tragen. Aus dem Grunde befindet sich hier in diesem mittleren Bereich eine Holmbrücke aus 3 mm Titanblech. Die Flächenholme bestehen aus CFK, aus Kohlenstoff, Epoxidharz verstärkt. Auf diese Art und Weise können wir diese Lasten durch den Flugkörper bringen. Die Einspritzpumpe stammt übrigens von einer Nierendialysemaschine. Modellflugzeugbauer müssen eben erfinderisch sein. Die Tanks waren einmal Blutplasmabeutel.
Geflogen wird mit dem Originalkraftstoff Kerosin. Ein paar Stunden später erleben wir dann den Start der Messerschmitt. Das Kraftei macht locker 380 Stundenkilometer. Eine schwierige Aufgabe für unseren Kameramann, so schnell zu folgen. Doch an diesem Tag hat Jörg Vogelsang Pech. Ein Fehler in der Funkverbindung lässt die Maschine wenige Minuten nach dem Start abstürzen. Technisch nicht so kompliziert, doch mit bestimmt genauso viel Liebe zur Sache sind diese Modelle gebaut. 20 Kilogramm schwer dürfen sie alle nur sein. Auch Snoopy, der weltberühmte Flieger. Was die Größe, Form oder Schnelligkeit angeht, da gibt es keine Beschränkungen. Modellflugbau, das ist heute ein Hobby, ein Sport für Schüler und Millionäre geworden. Und die Grenzen, die setzt nur der Himmel. Thank you.
Yes, this is the power off. Yeah. Each light. Spinner, 9 minutes. Let's do it. We've got a speed now of about 90 miles an hour. 70. Speed's coming up here. No, it's out of fuel now. About 90 plus. Into a roll, dead stick roll. He's a glider right now, just as the big rocks were. Matter of fact, this probably flies longer than what the big ones did. A little calculating, I don't imagine that right angle is very good. Getting himself a nice alignment for the runway, and at the speed that he's going right now, which is about, it's reading between 60 miles an hour. Okay, he has his airspeed up, he's bleeding it off, he's lining himself up with the runway, he's keeping those wings perfectly level, flaring a little back on the stick, too much, he still has plenty of speed. He's letting it breathe back. Programming a chip.